My crew and I recently arranged the Tokyo episode of a popular German TV show, Yoko Gegen Klaus on ProSieben. Here's the clip featuring First Mate Naomi and Mistress Maya at Tokyo Decadence Bar. If you ever need your forehead inflated into a donut, you know who to Google, La Carmina and the Pirates. We do TV hosting and arranging as well. Arrrr! Die größten Freak der Stadt. Am Treffpunkt erschienen dann zwei Damen. Hi, I'm Hi. Naomi. Naomi. This is Mistress Maya. Hi, oh. Nice meeting you. Aber so richtig mit der Sprache rausrücken, was jetzt eigentlich passiert, wollten sie auch nicht. Just come with us. Yeah. Jede meiner Fragen, wohin wir laufen, was hier eigentlich los ist, stieß auf Granit. Was? Wohin gehen wir? Sag die nicht. Sorry, I'd really like to know where we're up to. Right now we're crossing this bridge, as you can see. Und dann ging es durch irgendwelche dunklen Gassen. Und ich also immer hinterher, wusste überhaupt nicht, wo es lang geht. Und dann ging es genau in dieser komischen Gegend auf einmal in irgendeinen Fahrstuhl. Und als wir da rauskamen, habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Dekadenzbar, so hieß das Ganze. Und das Absurde war, ich war der Mittelpunkt. Ich wusste aber immer noch nicht, worum es geht. Please tell me what's going on, what's going to happen. If you'll take a seat, for just to get comfortable, we're going to put a needle into your forehead. It's going to fill up with saline and the skin is going to balloon out into like a kind of dome shape. And then when we're done, Asami will put his thumb in your forehead and it will become kind of like a donut shape. Thomas, wenn das hier alles, du weißt was, ne? Und du würdest Stopp sagen, wenn du wüsstest, dass die hier alle, die sind anders sozialisiert als wir, ne? Die finden andere Sachen schlimm. Can you ask him if it hurts? So, このベーグルヘッド痛いですか？あ、これはもう痛いというよりは、これ僕らはこの経験をイルカ体験と言ってるんですけども。頭に、今上に、生理食塩水っていう、ものをですね、頭にはい、じゃあ説明させていただきます。Yes. Is this all he said? Yes. Ich habe die ganze Zeit noch gehofft, es wäre vielleicht so eine Art Übersetzungsfehler. Weil die Stirn aufpumpen kann ja wohl nicht der Plan gewesen sein. Größer? Ja. Sieht man das? Ja. Alter, kann ich einen Spiegel haben? Nein. Dann lief mir da die Flüssigkeit in die Stirn. Ganz normal. Irgendwie muss ich sagen, ab dem Zeitpunkt, da hatte ich auch schon so ein bisschen aufgegeben. Kann ich mal eine rauchen vielleicht? Ja, Kieser meint, das wäre nicht so gut. Schau mich mal an. Was habe ich noch zu verlieren? How does it feel? Strange, but it doesn't really hurt. It's like you feel the tension and you feel where it starts and ends. It's like a certain kind of pressure, but that's it. You look like you could be an extra on Star Trek. You know, the old bump on the forehead alien they used to have every other week. Alter, Leute wie wir machen sowas normalerweise nicht. Ich bin vielleicht von unserer Truppe noch der Dümmste, weil ich kein Abitur habe, den man noch irgendwie überreden kann zu so einem Scheiß. Aber eigentlich, das ist nicht was für uns. So, are you ready to become a bagelhead now? Yeah. Have you done it yourself? No, never. And now you tell me? You are not my friend anymore. Oh!
Alter, wie sieht denn aus? Wenn man erstmal so einen Bagel dann in der Stirn hat, dann hat man eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder man hat jetzt die totale Panik und fährt in die Notaufnahme und sagt, mach das da wieder raus. Oder die zweite Möglichkeit, man lässt einfach laufen. Okay, Leute, auf geht's! Karaoke! Come on! Yeah! Wenn ich jetzt so zurückdenke und mir überlege, dass ich es geschafft habe, dass ich durch Tokio laufe und die Leute dort stehen bleiben und ein Foto von mir machen, das ist doch schon eine beachtliche Leistung im Segment des Schwachsinns. Mal 5 Grad sein lassen und ich hatte die beste Nacht meines Lebens. If you ever need your forehead inflated into a donut, you know who to Google. La Carmina and the Pirates. We do TV hosting and arranging as well. Arr!